Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jan und in dem heutigen Video geht es darum, wie du mehr Motivation aufbauen kannst für Sport. Es ist ganz egal, was für einen Sport du machen möchtest, vielleicht möchtest du mehr joggen gehen, vielleicht möchtest du öfter zum Krafttraining gehen, das ist komplett egal. Heute kriegst du von mir drei Strategien, wie du es wirklich nachhaltig schaffst, Sport als eine Gewohnheit in deinem Leben zu implementieren. Und du wirst heute keinen Motivationsspruch finden, du wirst aber auch nicht irgendeine Wunderpille von mir bekommen, die du einnehmen kannst und dann wirst du auf jeden Fall zum Sport gehen. Das wird nicht passieren, deswegen, wenn du das suchst, bist du auf jeden Fall nicht im richtigen Video angelangt. Aber wenn du suchst, wie du wirklich Sport als deine Gewohnheit aufbauen möchtest, dann bist du genau richtig und ich möchte dir da heute sehr gerne weiterhelfen. Kommen wir direkt zur ersten Strategie. Die erste Strategie ist es, dass du es dir so einfach wie möglich machst, weil wenn man sich mal eine Gewohnheit anschaut, ist es eine Wiederholung von Aktivitäten und wenn man dies sich einfach mal bildlich vorstellt, merkt man, dass man sich immer auf die Aktivität konzentrieren sollte. Also wie schaffst du es, dass du Sport regelmäßig tust? Du machst dir den Sport so einfach wie möglich und das ist wirklich die erste Strategie. Wenn man sich jetzt einmal überlegt, dass man von der Arbeit nach Hause kommt und von zu Hause wieder zum Sport gehen muss, machst du es dir nicht wirklich einfach. Einfach würdest du es dir machen, wenn du deinen Heimweg von der Arbeit direkt an deinem Fitnessstudio legen würdest. Also beispielsweise du fährst dann eben mit der Bahn an deinem Fitnessstudio vorbei oder mit dem Auto und kannst so einfach auf den Parkplatz fahren und zum Sport gehen. Du kannst es dir beispielsweise aber auch einfach machen, wenn du deine Sportsachen schon am Abend davor packst und dass du morgens nur noch deine Sporttasche mitnehmen musst. Je einfacher du es dir machst, dass du die Gewohnheit, also die Aktivität tust, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch am Ende durchziehst und dadurch entsteht langfristig eine Gewohnheit. Du musst einfach die Aktivität so oft wie möglich regelmäßig tun, damit dann eine Gewohnheit entsteht und du es dann automatisiert machst. Auch ein Tipp, den ich dir gerne jetzt bei der Strategie 1 mit auf den Weg geben kann, den habe ich aus dem Buch Atomic Habits gelernt und dieser sagt, setze dir klare Absichten, also formuliere den Satz für dich selbst. In der nächsten Woche werde ich am Tag XY um Zeit XY im Ort trainieren. Also für mich beispielsweise könnte ich mir aufschreiben, in der nächsten Woche gehe ich am Montag, Mittwoch und Freitag um 8 Uhr vor der Arbeit im Fitnessstudio trainieren. Die zweite Strategie hat ein wenig was mit der ersten Strategie zu tun. In der ersten Strategie ging es ja darum, dass du es dir so einfach wie möglich machst. Und in der zweiten Strategie geht es darum, dass du dich auf die ersten 2 Minuten der Aktivität konzentrierst. Wenn du jetzt mal dir bildlich einen großen Haufen 60 Kilo Kartoffeln vorstellst und ich dir jetzt sage, iss diese 60 Kilo Kartoffeln mal, dann wirst du direkt sagen, nee, das klappt nicht. Wenn du diese 60 Kilo aber mal auf ein ganzes Jahr herunterrechst, also jeden Tag ein Stück von diesen 60 Kilo, dann ist es ungefähr nur eine Handvoll Kartoffeln. Und dann würdest du sagen, okay, das bekomme ich hin. Und so musst du es auch mit deiner Aktivität sehen. Wenn du jetzt natürlich dir denkst, ey, ich muss jetzt 60 Minuten im Fitnessstudio trainieren, dann verlierst du an Lust. Aber wenn ich dir sage, konzentriere dich doch mal auf die 2 Minuten, beispielsweise, dass du zum Fitnessstudio fährst, dort parkst und ins Fitnessstudio reinläufst, deine Karte rauflegst und im Fitnessstudio bist. Konzentriere dich auf diese Aktivität oder auch fürs Joggen, das ist vielleicht nochmal einfacher darzustellen. Du konzentrierst dich darauf, dass du deine Laufschuhe anziehst und das Haus verlässt. Du konzentrierst dich nur darauf, auf die ersten 2 Minuten und das sorgt dafür, wenn du diesen Schritt getan hast, wird die Motivation definitiv steigern, den Sport dann auch auszuführen. Und die dritte Strategie, da geht es darum, dass du dich auf die Gewohnheit konzentrierst und nicht auf die Ergebnisse. Gerade beim Sport, wir werden nicht so schnell irgendwelche Ergebnisse sehen und das demotiviert uns. Konzentriere dich aber lieber auf die Gewohnheit, die du durchführen möchtest. Freue dich darüber, dass du es auch mal geschafft hast, 2 Wochen regelmäßig zum Sport zu gehen. Da kannst du dich auch schon mal feiern für. Konzentriere dich nicht darauf, dass du vielleicht noch nicht mega das Gewicht verloren hast. Ich hoffe, dir hat dieses kurze Video gefallen, wie du mehr Motivation für Sport entwickeln kannst, wie du Sport einfach zu einer tollen Gewohnheit in deinem Leben machst. Weil wenn du es jetzt schon schaffst, du setzt diesen kleinen Samen mit dieser Gewohnheit und mit jedem Mal, wenn du diese Aktivität wieder tust, wird die Gewohnheit sich immer weiter festigen. Und irgendwann hast du diesen Punkt erreicht, dass Sport für dich einfach ein Muss ist.
dass wenn du nicht mehr zum Sport gehst, irgendetwas fehlen würde. Und da willst du ankommen. Und da haben mir beispielsweise diese drei Strategien sehr, sehr gut gefallen. Ein kleiner Bonustipp auch noch, versuch dich irgendwo ein bisschen zu belohnen. Nicht mit irgendwie Süßigkeiten, das bringt gar nichts, also dass du zum Sport gehst und danach die Süßigkeiten reinhaust. Versuch irgendwo eine Belohnung einzubauen, wenn du eine Gewohnheit aufbauen möchtest. Für mich beispielsweise ist es, dass ich nach dem Sport in die Sauna gehe. Also ich liebe es, in die Sauna zu gehen. Es gibt mir die totale Entspannung nach meinem Alltag und vielleicht findest du auch etwas für dich. Gehst du zum Sport, dann gönnst du dir am Abend eine halbe Stunde einen tollen Roman zu lesen. Das sind nur Beispiele. Vielleicht hast du eine bessere Belohnung für dich. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video auch helfen. Schreib mal in die Kommentare, was du vielleicht für Tipps hast. Vielleicht machst du auch schon regelmäßig Sport, hast dir dieses Video einfach nur aus Interesse halber angeschaut. Bis zum nächsten Mal. Lass gerne ein Abo da, like das Video für den Algorithmus. Bis zum nächsten Mal, dein Jan.